Für PC-Spieler war 2018 ein eher durchwachsenes Jahr. Wirklich große Titel für den Heimrechner, wie die letztjährigen Divinity Original Sin 2, PUBG und XCOM 2, War of the Chosen fehlten fast vollständig. Diese Lücken füllten unter anderem einige wirklich herausragende Indie-Spiele und die üblichen Multiplattform-Titel. In diesem Video stellen wir euch unsere Auswahl der 10 besten PC-Spiele 2018 vor. When we end up with next to nothing. Nach ihrem Debüt-Hit This War of Mine haben die Entwickler von 11-Bit Studios ihre Ambitionen noch einmal nach oben geschraubt. Frostpunk liefert eine außergewöhnliche Mischung aus Überlebenskampf, Aufbaustrategie und Gesellschaftssimulation. Die Welt ist fest im Griff einer unerbittlichen Eiszeit und ihr müsst eine Kolonie von Menschen mit allen Mitteln am Leben erhalten. Auf diesem Weg gilt es, zahlreiche harte und moralisch fragwürdige Entscheidungen zu fällen, die das Schicksal eurer Siedlung bestimmen. Rund um den zentralen Generator zieht ihr eure Siedlung hoch. Im Technologiebaum werden neue Gebäude und Upgrades freigeschaltet. Dabei gilt es stets, die Balance zwischen langfristigen Zielen und derzeit akuten Problemen zu wahren. Allerdings sorgt ein starres Story-Korsett auch für einen zu linearen Ablauf. Die PC-Fassung von Monster Hunter World hatte zugegeben, mit einigen Startschwierigkeiten zu kämpfen. Erst kam die Umsetzung ein halbes Jahr später als die Konsolenversion auf den Markt. Dann litt die PC-Version auch noch an immensen Hardware-Hunger und häufigen Verbindungsabbrüchen. Viele der Probleme wurden inzwischen behoben, wodurch auch PC-Spieler in den Genuss eines hervorragenden Action-Rollenspiels kommen. Mit seinem vielschichtigen Kampfsystem, den toll gestalteten Monstern und einem motivierenden Fortschrittssystem hat Monster Hunter World jede Menge zu bieten. Zudem könnt ihr allein oder im Koop mit Freunden auf Monsterjagd gehen. Der gewaltige Umfang sorgt für unzählige Spielstunden an Unterhaltung. Nach 3 Jahren im Early Access ging Subnautica Anfang des Jahres endlich offiziell an den Start. Abgestürzt auf einem Wasserplaneten müsst ihr ums Überleben kämpfen, Ressourcen sammeln und nach Spuren weiterer Überlebender suchen. Das alles findet in einer lebendigen, farbenfrohen und abwechslungsreich gestalteten Welt statt. In dieser gibt es unheimlich viel zu entdecken. Besonders die Story ist uns beim Test in Erinnerung geblieben. Diese ist hervorragend in das Erkunden, Bauen und Überleben eingebunden. Nicht gerade selbstverständlich für ein Survival-Spiel. Gestört haben uns lediglich ein paar Balancing-Probleme und der geringe Wiederspielwert. Forza Horizon 4 ist bereits der dritte Teil der beliebten Forza-Reihe, dem sich auch PC-Spieler widmen dürfen. Und wie so oft hat auch die neueste Ausgabe des Open World Fun Racers nicht enttäuscht. Mit unzähligen, liebevoll gestalteten Autos brettet ihr diesmal über die Straßen von England. Größte Neuerung sind dabei die 4 Jahreszeiten, die die Landschaft nicht nur optisch verändern, sondern sich auch auf die Fahrweise eurer Boliden auswirken. Für Abwechslung sorgt auch der Umfang, denn die Spielwelt ist geradezu vollgepackt mit Events und anderen Aktivitäten. Auch Story-Missionen gibt es mehr als je zuvor. Allerdings sind die Cutscenes darin technisch nicht zeitgemäß und sehr klischeehaft umgesetzt. Für sehr viel Fahrspaß ist in Forza Horizon 4 aber allemal gesorgt. Celeste hat in diesem Jahr Kritiker und Spieler begeistert. Nicht ohne Grund räumte das Spiel von Mad Makes Games den Game Award für das beste Indie-Spiel des Jahres ab. Auch uns begeisterte im Test die Geschichte des zierlichen Mädchens Madeline, das sich zur Aufgabe gemacht hat, den eisigen Berg Celeste zu besteigen. In 10 anspruchsvollen Kapiteln erlebt ihr dabei eine rührende Geschichte und trefft tolle Charaktere. Spielerisch begeistert Celeste mit herausforderndem Jump-and-Run-Gameplay. Abgerundet wird das Erlebnis von einem fantastischen Soundtrack. Lediglich einige zu schwierige oder chaotische Passagen können ein wenig den Spielspaß dämpfen. Die Ankündigung, dass Call of Duty Black Ops 4 erstmals ohne Einzelspielerkampagne erscheinen wird, sorgte nicht nur bei uns für Skepsis. Am Ende ging die Rechnung jedoch auf. Herausgekommen ist nämlich einer der besten und umfangreichsten Multiplayer-Shooter der letzten Jahre. Qualitativ hochwertige Spielmodi mit gutem Balancing auf einer Vielzahl von Maps sorgen für langanhaltenden Spielspaß. Dazu kommen noch das wuchtige Gunplay und das exzellente Movement-System. Mit Blackout bietet das Spiel zudem den derzeit technisch besten Battle-Royale-Modus. Die
Kehrseite der Medaille ist allerdings das Geschäftsmodell von Activision. Das Komplettpaket mit Season Pass lässt sich der Hersteller nämlich einiges kosten. Mit Into the Breach liefern die Entwickler von Subset Games bereits ihren zweiten Indie-Hit nach Faster Than Light ab. Das Roguelike-Rundentaktikspiel überzeugte uns im Test mit höchstem taktischen Anspruch und unheimlich motivierendem Gameplay. Auf kleinen, überschaubaren Karten gilt es mit einer Truppe aus 3 Mechs, die Angriffe von gefährlichen Monstern aufzuhalten. Dazu stehen meist nur wenige Runden zur Verfügung. Jeder Zug will hier gut durchdacht sein. Dabei glänzt das Spiel mit hoher Transparenz, indem es stets genau anzeigt, was der nächste Zug bewirken wird. Wir hätten uns lediglich eine interessantere Hintergrundgeschichte gewünscht. Nach dem bereits gelungenen Vorgänger können die Entwickler von Obsidian mit Pillars of Eternity 2 Deadfire noch einmal einen oben draufsetzen. Fans klassischer Rollenspiele bekommen erneut ein hervorragendes RPG mit facettenreichen Charaktersystemen, spannender Geschichte und fordernden Kämpfen. Das Setting mit Sandstränden, mediterranen Städten und Piraten versprüht ein Karibik-Flair. Das eigene Schiff macht deutlich mehr her als die Festung aus dem Vorgänger. Nicht so gefallen haben uns die langen Ladezeiten und teils generischen Nebenmissionen. Mit Shadow of the Tomb Raider fand die Origin-Trilogie um die rund erneuerte Lara Croft ihren Abschluss. Nach den zaghaften Anfängen im ersten Teil von 2013 reift die britische Archäologin nun zu der abgebrühten Abenteurerin, wie wir sie kennen. Auf der Jagd nach ihrem Erzfeind Trinity und Antworten auf den Tod ihres Vaters löst Lara versehentlich die Maya-Apokalypse aus. Zusammen mit ihrem besten Freund Jonah muss sie uralten Spuren folgen, um das Unheil abzuwenden. Dabei setzten die Entwickler noch mehr auf Abenteuer und Gräber. Feindbegegnungen wurden deutlich reduziert und werden meist auch im Stealth gelöst. Übertriebene Baller-Action wie noch im ersten Reboot-Teil gibt es kaum noch. Gestört haben uns im Grunde nur Kleinigkeiten wie nervige Tutorials und Backtracking. Nicht jedes Spiel, das es wert ist erwähnt zu werden, hat in unserer Top 10 einen Platz bekommen. Ganz unter den Tisch kehren wollen wir sie allerdings auch nicht. Da wäre zum Beispiel der Roguelike-Action-Plattformer Dead Cells, der mit tollem Kampfsystem und knackigen Herausforderungen glänzt. Auch Battlefield 5 gehört zu den Highlights in diesem Jahr, zieht im Bereich der Multiplayer-Shooter nur minimal den kürzeren gegenüber Konkurrent Call of Duty. Mit anderthalb Jahren Verspätung schaffte es in diesem Jahr endlich auch Final Fantasy 15 auf dem PC. Nach wie vor ein hervorragendes Rollenspiel. Ähnliches gilt für Yakuza 0, mit dem die asiatische Gangster-Serie erstmals auch auf dem PC ihre Aufwartung macht. We have to leave. Bereits früh im Jahr begeisterten uns die Entwickler von Level 5 Games mit Ni no Kuni 2 Revenant Kingdom. Das charmant, wunderschön und abwechslungsreich umgesetzte Rollenspiel blieb vielen in der Redaktion so gut in Erinnerung, dass es sich in unserer internen Umfrage als das PC-Spiel des Jahres durchgesetzt hat. Zwar fällt der Titel spielerisch etwas simpel aus, das wird aber mit viel Charme, einer wunderbaren Atmosphäre und einer emotionalen Handlung mehr als wettgemacht. Hinzu kommt ein motivierendes Aufbaufeature, in dem wir unser eigenes Königreich verwalten und stetig verbessern. Ein Spiel, dem man auch dann eine Chance geben sollte, wenn man eigentlich nicht viel für JRPGs übrig hat. Ready for this? Welches Spiel war euer diesjähriges Gaming-Highlight auf dem PC? Haben wir vielleicht einen wichtigen Titel übersehen? Schreibt es uns in die Kommentare. Abonniert auch gerne unseren Kanal für weitere Rückblicke und Ausblicke auf die Jahre 2018 und 2019.